Guten Morgen. Guten Morgen. Hört ihr die Kuhglocken? Davon sind wir heute Morgen geweckt worden. Wahnsinn. Wir werden jetzt wandern gehen. Genau, Wetter ist gut. Jawohl. Wir wollen zur Wolfsschlucht. Da gibt es auch eine alte Befestigungsanlage aus dem Ersten Weltkrieg. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir starten unsere Wanderung am Passo Coe. Hier gibt es diverse Parkmöglichkeiten, auch für Wohnmobile. Hier ist heute Morgen noch gar nichts los. Kurz hinterm Stellplatz ist auch schon der erste Wegweiser zum Forte Dosso del Somme. 40 Minuten, da geht's lang. Hier am Wegesrand kommen wir jetzt an einer kleinen Kapelle vorbei. Die Kapelle zum Heiligsten Herzen Jesu. Und hier drin sind dargestellt ein Schütze, ein Kaiserjäger und ein Alpino. Jeweils stellvertretend für alle Gefallenen der Jahre 1796 bis 1945. Und hier nun direkt die nächsten Wegweiser. Fora del Lupo, eine Stunde. Das ist die Wolfsschlucht. Der Weg sieht hier richtig gut aus. Und hier sieht man jetzt die zweite Skistation, an der wir gestern kurz gehalten haben. Und hinter uns eine kleine Schaf- und Ziegenherde. Freilaufen, wie alle Tiere hier. Jetzt kommen wir auf einer kleinen Anhöhe an und haben diesen wunderschönen Ausblick. Dort kommen wir und dann kommen wir hier unseren Pfad entlang und können runter auf die Ortschaft mit der Kirche blicken. Unglaublich. Es geht einfach nur steil bergab. Und unser Weg führt natürlich erstmal weiter bergauf. Jetzt sind wir hier an den ersten Festungsanlagen angekommen. An einem Teil des Festungssystems der Hochebenen. Und für uns geht es jetzt erstmal dort weiter. Hier sind jetzt ganz gut die Befestigungsanlagen zu erkennen. Und wir kommen jetzt zu einem kleinen Kreuz. Wegweiser. Jetzt haben wir erstmal den höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht. Forte Dosso del Somme. 1670 Meter hoch. Ab jetzt geht's runter. Genau. Jetzt sieht man die Ruine der Befestigungsanlage. Der nächste Wegweiser. Hier müssen wir uns jetzt entscheiden, wie rum wir gehen wollen. Unser Weg führt jetzt erstmal stramm bergab. Runter zur Wolfsschlucht. Eine Stunde 40 hat der Wegweiser da ausgewiesen. Wir kommen jetzt an einen Abzweiger und hier rechts geht es zum Tunnel Dai Fukieri. Den schauen wir uns nochmal an. Jetzt kommen wir in den Tunnel.
Schießscharten. Tja, hier sind wir in einer Schießscharte und blicken nach unten. Dort drüben verläuft gleich unser weiterer Wanderweg. Schon ein Wahnsinn, was hier früher gebaut wurde. Unglaublich. Dort hinten ist der Ausgang zu sehen. Und schon sind wir wieder draußen. Ich stehe jetzt hier am Hang und im Berg verläuft der Tunnel und hier der Einstieg. Ja, es ist alles ziemlich steil hier um uns herum. Unten ist die Ortschaft zu erkennen. Und unser Weg führt hier weiter bergauf. Der Weg verläuft hier immer durch den ehemaligen Schützengraben. Jetzt geht es hier erstmal steil, aber in kleinen Serpentinen im Wald den Berg hinunter und immer gut markiert. Es geht steil bergab. Wir erreichen Teese auf 1490 Metern und zur Fora del Lupo sind es noch 20 Minuten. Ein unglaublicher Weg. Herrlich. Und ab jetzt wird es richtig eng. Und es wird wieder enger. Jetzt geht's Stufen hinunter. Für uns ist das jetzt hier ein faszinierender Wanderweg mit immer wieder ganz tollen Ausblicken. Man mag sich aber gar nicht ausmalen, was sich hier vor über 100 Jahren während des Ersten Weltkrieges abgespielt hat. Es muss fürchterlich gewesen sein hier in diesem Gebiet. Der Weg, wunderbar markiert. Diese Stufen sind wir runtergegangen. Und hier, so geht's weiter.
einfach unglaublich hier. Jetzt geht's ordentlich Stufen hoch. Na dann. Steile Stufen nach oben. Eine Schießscharte war das eben. Und hier geht's wieder weiter bergauf. Das ist so unbeschreiblich. Von dort kommen wir, das waren die Stufen. Hier blickt man jetzt über das Tal. Hinunter in die Ortschaften. Und der Weg schlängelt sich jetzt durch diese Felsen. Das Wolfsschlucht-Tagebuch. Jetzt sind wir raus aus der Schlucht und haben diesen wunderschönen Ausblick unten auf das kleine Dorf. Unser Weg verläuft jetzt hier durch den Wald am Hang entlang. Steil bergab. Maike sagt steil bergab, aber das hatten wir eben schon steiler. Der Weg ist zwar jetzt nicht mehr so spektakulär, aber er ist einfach traumhaft zu gehen. Man hat immer diesen Ausblick. Wunderschön. Und hier kommen wir wieder an eine Gedenktafel für die von 1915 bis 1918 gefallenen Schützen. Hier ist jetzt noch einmal eine Schießscharte und wenn man jetzt nach links guckt, sieht man wirklich nichts. Und hier am Postazione Osservatorio geht's für uns hoch. Ab jetzt geht's zurück. Ab jetzt geht's ja wieder berghoch für uns. Es ist schon anstrengend, aber der Weg nach wie vor ganz toll. Und zum Glück hin und wieder im Schatten. Hier geht unser Wanderweg lang und tatsächlich ein Wegweiser, 2 Stunden noch. Unser Weg führt jetzt hier stumpf bergauf, aber Gott sei Dank immer wieder Passagen im Schatten, denn in der Sonne ist es wirklich sehr, sehr warm. Nun lichtet sich hier der Wald. Und was sollen wir sagen? Wir stehen auf der Skipiste und der Lift ist in Betrieb. Ja. Unglaublich. Aber, also der Weg, den wir gekommen sind, der war wirklich schön. Und vielleicht geht es ja auch so schön weiter. Einmal der Blick. Zurück auf die Piste. Da oben endet die Seilbahn. Und für uns ist es auch nicht mehr so weit. Skipiste zur Mittagszeit.
in der Sonne hochgehen. Ist nicht so schön. Vor allem, wenn die ganze Zeit neben einem die Seilbahn hochfährt. Ja, aber auch wir haben es gleich geschafft. Genau, wir sind gleich oben. Da ist unser Zwischenziel. Und dieses Refüg ist auch wirklich richtig gut besucht. Kein Wunder bei dem Ausblick. Und jetzt einmal der Ausblick, den man hier vom Refüg hat. Grandios. Und von hier aus haben wir jetzt noch 1:20 vor uns. Zurück zum Wohnmobil. Und hier oben an der Seilbahnstation beginnt nun auch der Folger Line Bikepark. Mit separaten E-Bike-Trail. Und nun, nach einer kurzen Mittagspause, müssen wir den Berg wieder hoch. So, also dann mal los. Jetzt sind es noch 5 Minuten bis zum Fort, 50 Minuten bis zum Pass. Also erstmal hier hoch und jetzt von hier sind wir gekommen. Oh, 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 und jetzt wir haben wir gleich angegriffen. Ja. Schon wieder anders überlegt. Und jetzt sind wir wieder an der Abzweigung, an der wir uns vorhin entschieden haben, Richtung Forra del Lupo zu gehen. Und wir sind jetzt eben gerade den Weg von hier gekommen. Dort sieht man nochmal den See und die Skistation. Diese Fort muss so gigantisch groß gewesen sein. Wahnsinn! Überall sieht man noch Mauerreste. Und hier waren wir vorhin ja nun auch schon. Und jetzt geht's zurück. Nochmal das Schild mit dem Festungssystem der Hochebenen. Dort geht es nochmal Stufen hinauf. Es geht hier gerade nochmal ein bisschen steiler runter. Aber das ist auch das letzte Stück, wo es steil ist. Gleich geht es nochmal ein bisschen hoch und dann sind wir auch schon fast am Wohnmobil zurück. Ganz genau. Maike macht wieder dummes Zeug. Glaubst du, ich fällt dir nicht den Berg runter. Es geht wieder bergab. Und hinten sieht man eine Brücke,
über die Passstraße. Kurz dahinter ist dann der Parkplatz, auf dem der Alpa steht. Und für uns geht es jetzt hier runter, nochmal an der Schafherde vorbei, wo auf jeden Fall mindestens ein Hütehund bei ist. Hier sieht man jetzt die Schafherde und sind auch die Esel dabei, die gestern bei uns am Wohnmobil vorbeigelaufen sind. Und der Hund, der uns heute Morgen schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Aber ich hoffe, der ist immer noch angeleint. Ein schönes Gefühl ist das jetzt hier nicht mit den Hunden. Wir sind zurück. Tja, eine Wanderung, die wir so nicht erwartet hätten. Nein, die war faszinierend. Also so eine Schlucht, ja, sind wir noch nie gegangen. Stimmt, genau. Es waren insgesamt 13 Kilometer. 5 Stunden haben wir gebraucht, aber auch, weil wir sehr viel fotografiert und auch gefilmt haben. Und es waren auch immerhin 650 Höhenmeter. Ja, aber eine absolut empfehlenswerte Wanderung. Wenn ihr Interesse an weiteren Wanderungen von uns habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Ganz genau.